Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rohveganer. Was sagen Studien über die Auswirkungen von Handystrahlung aus? Naja, das erkläre ich in diesem Video, wenn du dranbleibst. 2012 forschte schon Nora D. und ihr Team daran auf die Auswirkungen von Handystrahlung aufs Gehirn. Wenn wir uns die Amplitude des elektrischen Feldes einmal anschauen, welches das Handy auf die Hirnhemisphäre hat, dann sehen wir hier zum Beispiel einen Maximumausschlag. Ja, sehen wir, wenn das Handy auf der rechten Seite getragen worden ist, sehen wir hier abgebildet auf der linken Seite dementsprechend die Rotmarkierung, damit ein Maximum des elektrischen Feldes, der Amplitude, zu messen. Wenn wir uns das weiter betrachten, das ist sehr, sehr interessant, sehen wir hier links, ja, Handy an, rechts Handy aus. Und dann sehen wir ganz, ganz klar in dem Orthofrontalkortex, ja, ein Maximumausschlag an Glukosemetabolismus. Jetzt ist die Frage, woran kann das liegen, ja, dass anscheinend, wenn das Handy an ist, maximaler Glukosemetabolismus stattfindet in bestimmten Hirnregionen. Jetzt habe ich mich als Biochemiker so gefragt, wie kann das Ganze so passieren? Und eine Sache ist die, dass wenn du viel Glukose im Blut hast, will dein Körper, dass du leistungsfähig bist. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du quasi wegrennst vom Säbelzahntiger oder was auch immer. Und dann dementsprechend musst du viel Glukose im Blut haben, damit du leistungsfähig bist. Das heißt, du hast auch gerade Stress. Nur kann man das jetzt auch so sagen. Jetzt ist so klein, ob meine Vermutungen als Biochemiker auch damit einem konform gehen mit der Studienlage. Ob sie letztendlich auch Stresshormone Auswirkungen darauf haben. Und tatsächlich gibt es eine Wechselwirkung von Cortisol, das kennen wir, das ist ein Stresshormon, boah, eine Fliege, auf Glucagon. Ja, und Glucagon veranlasst dann dementsprechend, ob diese Fliege mir ins Ohr fliegt, unter anderem. Dementsprechend aus Glucose, ja, was gespeichert wird als Glykogen in deinen Muskeln und in deiner Leber, wieder in die Blutbahn abzugeben, ja, und dann dementsprechend für dich zur Verfügung zu sein, um leistungsfähig zu sein. Und das sehen wir hier, da gibt es tatsächlich eine Wechselwirkung dementsprechend, ja. Und nicht nur das, ja, sondern es ist auch so, dass, oh Gott. Und wenn wir jetzt noch weitere Studien dazu wälzen, dann sehen wir auch hier, je höher die Cortisolausschüttung, ja, desto höher auch ganz klar die Glukoseproduktion, das heißt die Gluconeogenese. Das heißt, je höher dein Stresslevel, ja, durch das Cortison dementsprechend als Marker, desto mehr Glukose findet sich im Blut, sehen wir hier. Ja? Und das sehen wir auch ganz klar, wenn die höchste Konzentration von Cortisol erreicht worden sind, bis zu 70-80% mehr Glukose in einer Blutbahn. Also. Fassen wir zusammen. Was haben wir bisher gelernt? Handystrahlung fördert Glukosemetabolismus. Stresshormone fördern ebenfalls Glukosemetabolismus. Beweisen gibt es dafür leider nicht, ja. Doch können wir davon ausgehen, dass vielleicht die Handystrahlung die Stresshormone fördert? Das klären wir weiter mal. Also es gibt anscheinend Korrelationen, ja. Also mehr Handy, mehr Glukose, mehr Stresshormone, mehr Glukose. Nun kann man jetzt auch wirklich kausal sagen, dass mehr Handy gleich mehr Stress. Das kann man ja so nicht kausal sagen. Da gibt es anscheinend nur Korrelation. Und bis zu dieser Studie einmal, wo genau das getestet worden sind, und zwar Kinder, die normalerweise ihr Handy so gebrauchen, wie sie halt sonst auch so ihr Handy gebrauchen, und eine wurde es quasi ihnen verboten. Und dann die Gruppe B hat weiterhin mit Handy und die Gruppe A war ohne Handy. Und das ganz Interessante ist, wenn wir das einmal die Studienergebnisse einmal ansehen, dann sehen wir, dass diese Gruppe, die Gruppe B, ja, einen enorm höheren Cortisolspiegel aufwiesen, das heißt Stresshormonlevel, die das Handy benutzt haben, gegenüber Gruppe A. Und was wir auch sehr schön sehen, dass Gruppe A stetig abfallend ist. Ja? Das heißt immer weniger Stresshormone. Ich finde, wenn es weitergemacht werden würde, bis quasi noch einige Stunden, dann würde wahrscheinlich dieser Stresslevel auf Null gehen. Das dauert ein bisschen bei Cortisol, weil es, naja, Genexpression unterliegt und das dauert dann sehr, sehr lange, bis es aufgebaut wird und wieder abgebaut wird. Anders zum Beispiel bei anderen Hormon, Glucagon und so weiter ist. G-gekoppelt Protein ist langweilig. Jetzt ist uns die Frage zu stellen, was kann man dagegen tun? Ja, und das, oh Gott. Ist das Reißen? Das Jetzt ist die Frage, wie können wir uns Verbraucher davor schützen? Ja, anscheinend, also Stress ist wirklich mit die Hauptursache für so gut ziemlich alle Krankheiten. Und wenn du jetzt realisierst, das ist studienbasiert, dass du wirklich kontinuierlich unter Stress stehst dadurch, ja, jetzt überleg mal, dann funktioniert dein Körper überhaupt nicht mehr, wie er eigentlich funktionieren würde, weil er funktioniert nur noch für diesen Moment, weil er denkt, er muss in diesem Moment funktionieren. Und
alle Mechanismen, Reparaturmechanismen und so weiter werden komplett stillgelegt, ja. Und das wird Auswirkungen haben. Was man machen kann, also ich habe so eine Handytasche hier, sowas, ne, für gegen Strahlung zum Beispiel, ja, finde ich gar nicht schlecht. Was man auch machen kann, ist immer Flugmodus, wenn man es gerade nicht benutzt, ja, aber viel besserer Appell ist, es wirklich nur dann zu benutzen, wenn man wirklich eine wichtige Intention oder sowas hat, ja. Und jetzt kommt ein bisschen ein ethischer Teil. Und zwar, Menschen schauen bis zu 150 Mal auf ihr Handy und ich zirke auf dieses Blatt hier, aber immerhin haben wir was gemeinsam. Aber was ich sagen will, ist, dass die Hälfte davon ohne Benachrichtigung passiert. Das heißt, es muss irgendetwas, muss dich steuern, dass du das tust. Und das ist sehr, sehr logisch, warum das so passiert. Und zwar sind Menschen, die keine Kontrolle haben über etwas, entwickeln Stresshormone, wie zum Beispiel Cortisol. Um das zu unterbinden, sagt der Körper das Signal, gibt er, guck, damit du die Kontrolle hast, damit der Stressniveau wieder runtergeht. Und so entsteht ein Teufelskreis, versteht ihr? Und der Teufelskreis geht noch weiter, indem je mehr Handy du involvierst, je näher und so weiter, desto mehr Stresshormone werden automatisch durch die elektrische Strahlung, durch die Amplitude, haben wir gerade gelernt, ebenfalls noch ausgeschüttet. Und so bist du einfach im Teufelskreis, ja? Und willst diesen Stress immer unterbinden. Indem du mehr guckst, je mehr guckst, desto abhängiger wirst du. Desto mehr Kontrolle bist du gewöhnt. Und desto mehr Strahlung bekommst du ab. Und desto mehr Stresshormone hast du. Und desto mehr willst du die Stresshormone wieder runterbekommen. Und so weiter und so weiter. Befindest du dich vielleicht auch in diesem Zyklus? Denk ein bisschen drüber nach. Ich finde es ebenfalls sehr, sehr interessant, dass Steve Jobs mit dem iPhone die Welt völlig revolutioniert, die Handywelt revolutioniert hat, aber niemals seine eigenen Kinder ein iPhone in die Hand gegeben hat. Sie haben es niemals benutzt. Und ich denke, er war kein dummer Mensch in bestimmten Dingen. Also wir sind wunderbare Konsumenten, ja, also wirklich. Schlechte Produzenten, das ist ein anderes Thema, ja. Wir sitzen an einem Tisch und eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden und wir kennen uns nicht. Das hätte es vor 30 Jahren nicht gegeben. Es wird immer unpersönlicher, ja. Wir kaufen Dinge für Geld, ne? dass wir uns nicht haben, was uns nicht gehört, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht kennen, um so zu sein, wie wir eigentlich gar nicht sind, um so zu sein, wie alle sind. Denk mal drüber nach. Was mich aber am meisten triggert, ist, Teenager sind noch wirklich schön. Also junge Menschen sind noch so unverbraucht. Versteht ihr? Nicht so wie ich. Also mir steht die Vergangenheit im Gesicht geschrieben. Aber ich habe das Beste daraus gemacht. Und diese Unverbrauchtheit, ja? Und selbst diese Teenager bearbeiten ihre Bilder so dermaßen krass mit allen möglichen Mitteln, ne? Photoshop, Filter und so weiter. Obwohl sie noch so jung und so unverbraucht und so schön sind, weil die Gesellschaft ihnen sagt, du bist, obwohl du noch völlig makellos bist, du bist nicht mehr perfekt. Das reicht nicht mehr. Und das finde ich krass, wenn ich mir vorstelle, dass es um meine Tochter oder sonst was geht, in so jungen Jahren unbefleckt, sage ich jetzt mal, ne? So unschuldig noch, so unverbraucht noch, ne? Und das reicht nicht mehr der Gesellschaft. Und das, finde ich, ist ein krasser Fakt. Und vielleicht fühlst du das gerade auch, wenn du das so empathisch einmal hereinversetzt, wenn es deine Tochter wäre. So, dass es einfach nicht mehr reicht für die Gesellschaft, weil sie es so gemacht hat. Wenn dich das gerade triggert, dann sind wir auf einer Ebene. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich schaust. Ich liebe dich. Ciao.